Start sehr wichtig ist, dass du den Aggressor kurz stoppst. Noch einmal, wenn es nicht sein muss, kämpfe nicht mit ihm. Cross, na eben nicht. Einer kommt nah und packt dich einfach, ja? Warum soll ich mit ihm jetzt auf faire Weise kämpfen? Hier, boom! Und eben, du kannst damit boxen und hast das immer in der Hand. Auf was du achten musst, dass die Schläge oft unvorbereitet kommen. Hallo liebe Kampfkunstreiter, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute ganz ein spezielles Video, aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch gerne unsere zwei neue Mitglieder vorstellen. Zuerst das größere Mädel. Und zwar, das ist eigentlich ein Yorkshire Beaver, ne? So eine spezielle Sorte, kann man sagen. Und hier gibt's, da ist der zweite, das ist wirklich ein Mini, schaut euch das einmal an. Vielleicht sagen manche, ja, das passt nicht zu einem Fighter wie du, Mario. Oh ja, es passt sehr wohl zu mir, weil wir reisen um die Welt, die Hunde sind nicht groß. Und mit zwei Rottweilern, glaube ich, wäre es nicht dasselbe, ja, wie mit so zwei kleinen Hunden. Und vor allem meine Frau wollte unbedingt zwei Weibchen. Das heißt, ich habe ja gesagt und jetzt sind wir eigentlich zu acht. Okay, das wollte ich euch einfach unbedingt noch vorstellen, was ab jetzt in unsere Familie gehört. Okay, jetzt fangen wir mit dem Video an. Oh. Okay, das heißt, die kurze Vorstellrunde mit unseren neuen Familienmitgliedern ist zu Ende. In heutigen Video würde ich gerne über ein paar so einfache Techniken reden, weil einige Leute haben sich das gewünscht. Was kann ich machen? Kannst du uns was zeigen? Dass ich irgendwelche Techniken erlernen kann, auch ohne dass ich davor 10, 15, 20 Jahre schon was trainiere, was drauf habe und so weiter und so fort. Da muss ich euch aber gleich am Anfang sagen, dass sehr viele Techniken, die du vielleicht eventuell schon gelernt hast, werden nicht so auf der Straße funktionieren oder genau denselben Ablauf haben. Ja, das ist ganz anders, auch die Dynamik, dieser Angriff, Leute ohne Hemmungen, irgendwelche Psychos und so weiter, das ist alles da draußen auf der Straße und eher nicht in deinem Dojo, das muss auch in dein Kopf gehen. Ja, und eine sehr, sehr wichtige Sache noch am Anfang, wenn du so im Kopf eingestellt bist, dass du in der ersten Linie dir Sorgen um den Aggressor machst und nicht um dich oder deine Frau, Kinder oder wie auch immer, dann bist du auch fehl am Platz. Da kannst du 30 Jahre was trainieren, auf der Straße wirst du einfach scheitern. Oh, das ist einfach so, okay? Wenn jemand wirklich aggressiv ist und wird dir wehtun, wird deine Frau vergewaltigen oder dich umbringen, kannst du ihn nicht mit rosa Handschuhen anfassen, weil das draußen ist kein Ponyhof, okay? Das heißt, am Anfang fangen wir mit so ganz einfachen Techniken, auch so mit verschiedenen Gegenständen und dann gehen wir in so normale Angriffstechniken über, okay Leute, viel Spaß. Okay Leute, hier habe ich heute wieder meinen ältesten Sohn Patrick da, weil mein Trainingspartner, mit dem ich da letztes Mal hier draußen trainiert habe, wir haben ein bisschen zu arg Bodentechniken gemacht und er ist ja so unsanft am Boden gelandet und hat sich ein bisschen an Schulter verletzt. Deshalb mache ich das heute mit Patrick. Schon bald gibt es aber auch Videos mit meinem Trainer, MMA-Trainer, mit Alexander, der hat in einer Woche einen Kampf in Deutschland. Und noch viele andere Action-Videos kommen bald. Aber heute nehme ich auch meinen ältesten Sohn Patrick. Da ist er die vorhandene Masse dabei. Er ist zwar kein begeisterter Kampfkünstler, überhaupt nicht, aber das ist auch gut so, weil die Techniken sind einfach. Ja? Aber dafür hat er die vorhandene Masse, dass ich es zeigen kann. Gleich am Anfang, Leute, würde ich euch gerne nur so einfache Sachen zeigen mit ein paar so Gegenständen. Und dann kommen wir richtige Technik über. Ja? Am Anfang ist es wichtig, Leute, wie ich schon sagte, lasst ihr nicht euer Ego ins Spiel oder lasst euch nicht irgendwie von euren Ego leiten, Ehre und so weiter. Weil das kann wirklich schief gehen. Du kannst dann auch nicht deine Ehre oder ein Ego spielen lassen, 2 Meter tief unter der Erde. Okay, dann hört's auf mit dem Blödsinn. Wenn du die Möglichkeit hast, wegzulaufen oder einen Angriff aus dem Weg zu gehen, dann mach es einfach. Okay, gleich am Anfang würde ich euch zeigen verschiedene Sachen. Ich zum Beispiel trage gerne Kappe. Und es ist nicht eine Schande, davon zu laufen, wenn du dich kurz verteidigen hast. Wenn ich schon sehe, dass irgendein aggressiver Typ auf mich zukommt und ich weiß, er will mich wahrscheinlich nicht küssen oder mit mir tanzen, kannst du gleich wham, hier als Erste mit der Kappe durchziehen. Ich habe das jetzt hinten nicht. Normalerweise gibt es hier eine Schnalle. Und diese Bewegung, das ist das, wie mit Stock, was ich manchmal zeige, was du ganz alleine am Sandsack trainieren kannst. Deshalb sage ich, diese ganze
Stocktechniken, Messertechniken, die ich mache, kannst du sehr gut ins waffenlose Kampf einsetzen. Schlag ich zuerst einmal hier am Kopf, okay? Das heißt, 1, 2, 3. Okay. Und deshalb habe ich das auch in den Online-Kurs gegeben. Das sind fast 8 oder 9 Stunden. Einfache Sachen, alles was zu kompliziert ist, funktioniert nicht. Das heißt, er kommt zu mir, wham, hier kannst du einfach hier durchziehen, eventuell boom, ein Kick und lauf weg. Bleib jetzt nicht bei ihm und versuche mit ihm zu ringen. Du weißt nicht, wer das ist, der Typ, ja? Und nur durch so einen Schlag, obwohl mit der Schnalle hier auf der Nase oder Auge, tut höllisch weh, aber du hast ihn nicht aus dem Gefecht gebracht, ja? Deshalb bitte hier boom oder hier boom kick und du laufst davon, okay? Jetzt die zweite Variante. Die meisten von euch wissen schon, ich reise sehr viel um die Welt. Ich habe oft 2 Geldbörse. Die eine habe ich versteckt und die andere, so eine kleine, voll mit Münzen oder Schrauben, habe ich einfach so irgendwo parat bereit. Ja? Und damit kannst du genauso gut wie mit der Kappe dich verteidigen. Entweder du schmeißt ihn mit voller Wucht in sein Gesicht oder in seine Fresse oder wie auch immer bei so einem Aggressor. Oder du nimmst, jetzt stell dir vor, du nimmst so ein paar Münzen in die Hand und jetzt machst du entweder diese Bewegung oder diese explosive nach vorne. Das zeige ich dir, das ist diese Peitschebewegung, was ich dir auch später zeige. Das ist auch eine sehr gute Verteidigungstechnik. Das heißt, du hast die Münzen hier drinnen. Wenn ich sehe, er kommt aggressiv auf mich, so, wumm, hier ins Gesicht. Das kann ich dir jetzt nicht ins Gesicht schmeißen, weil das tut höllisch weh. Das heißt, hast du 2 Varianten. Diese hier oder boom, diese schnelle. Und wieder weglaufen. Bleibt sie da nicht stehen und macht sie nicht das oder das, sondern hier wieder wie mit dem Stock, boom, oder hier. Das heißt, entweder die Münzen oder nimmst einfach die Geldbörse und ich zeige dir das, ich präsentiere das an Patricks Brustkorb, boom. Wie fühlt sich das an? Ja, angenehm ist es nicht. Angenehm ist das nicht, Leute, und das war jetzt sein Brustkorb. Jetzt, was glaubst du, wenn das ins Gesicht kommt oder die Münzen separat, okay? Und jetzt zeige ich euch noch Sachen mit meinen, bevor wir zu den anderen Techniken kommen, mit meinen Selbstverteidigung-Gadgets. Hier ist die Eagle Claw, das ist aus Buche, sehr, sehr robust. Hier ist die sehr begehrte Nussvariante. Und damit kannst du dich auch sehr gut verteidigen, weil eben du kannst damit boxen und hast das immer in der Hand. Du kannst selbstverständlich auch gut damit trainieren. Oder du kannst hier verschiedene Punkte ins Visier nehmen. Da haben mir letztes Mal 2 Typen geschrieben, das ist unverantwortlich, dass ich Techniken zeige, dass ich jemanden hier am Hals, Gesicht und so weiter schlage. Und was soll ich den Leuten, die ich unterrichte, sonst zeigen? Wenn dich einer angreift und will deine Frau vergewaltigen, bitte die Frau soll vorher fragen, wo sie ihn angreifen soll, wo, dass es ja nicht wehtut, Leute. Da müssen manche ein bisschen überlegen. Ja, es kann gefährlich werden, aber genau so kann es für dich gefährlich werden, wenn dich einer so anpackt und ist es schon bereit, dir weh zu tun, dann du kannst ihn nicht mit rosa Handschuhen angreifen, oder Patrick? Ja, was sollst du da tun? Glaubst du, irgendeine Frau oder irgendein Typ, was voll unterlegen ist, kannst nicht hier irgendwo nur schlagen, sondern musst du ins Gesicht oder hier oder Kehlkopf oder wie auch immer. Wenn es um dein Leben geht, da gibt es dann kein, na, das kannst du ja nicht, das kann ihn ja wehtun. Ja, kann ihm wehtun, aber dir kann es genauso wehtun, ja? Deshalb, Leute, bisschen nachdenken, ja? Und selbstverständlich mit diesen anderen Gegenständen kannst du ihn auch sehr gut verteidigen. Du kannst das auch in der, komm her Patrick, in der Hosentasche tragen. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel einer auf mich zukommt, kannst du ihn hier einmal stoppen, hier aufziehen und da kannst du schon reagieren. Wie ich schon sagte, ob du jetzt reinboxst, ob du jetzt hier mit der Spitze boom, reinkommst, das haben wir schon in dem letzten Video gemacht, wo ich das vorgestellt habe, dass du hier auf die kurzen Rippen, hier der Schlag oder hier, oder Patrick, das fühlt sich nicht gerade, das fühlt sich nicht gerade angenehm an. Das heißt, das ist leicht, das hat 60 Gramm und wenn ich sehe, er kommt auf mich zu, kann ich hier, boom, und kannst du reagieren und dann läufst du wieder davon, okay? Ich wollte euch zeigen nur so ein paar einfache Sachen mit so verschiedenen Gegenständen, okay? Und jetzt kommen wir zu den richtigen Techniken über, weil du kannst dir die Distanz
auf der Straße nicht aussuchen, ja? Es wird auch nicht so passieren auf der Straße, so wie du gelernt hast, zum Beispiel im Gym, okay, er kommt links, er kommt rechts, er kommt da, da kommst du, wenn es so kommt, dann machst du das, dann machst du das, dann nimm, nein, das kannst du alles vergessen. Das meiste, was auf der Straße passiert, ist in dieser Distanz. Auf was du achten musst, dass die Schläge oft unvorbereitet kommen, ohne Vorwarnung, sonst ohne irgendetwas. Der wird dich einfach platt machen. Der kommt her, irgendwie, manche checken das gar nicht oder sehen gar nicht. Wenn der zum Beispiel schon mit einem Bein nach hinten geht, sollte das schon das Signal für dich sein. Alarmstufe rot, der will jetzt bessere Gleichgewicht haben und will jetzt eine durchziehen. Wenn schon einer schon so kommt, auf dich, wie auch immer, und du bist, er hat deine private Sphäre überschritten, dann musst du schon längst reagieren, sonst bist du einfach weg. Wenn du da nicht rechtzeitig reagierst, macht er dich einfach platt, Leute, okay? Das heißt, jetzt fangen wir an. Das zeige ich oft auch bei den Seminaren und es funktioniert wirklich einwandfrei. Was da sehr wichtig ist, dass du den Aggressor kurz stoppst. Und das ist sehr wichtig. Du stoppst den Angreifer und da hast du die Zeit zum Laufen. Noch einmal, wenn es nicht sein muss, kämpfe nicht mit ihm. Du kannst ihn irgendwie beschäftigen, kurz, und dann lauf davon. Weil es könnten eventuell seine Freunde dazu kommen, er könnte eventuell sein Messer raufziehen und dich abstechen. Das sind viele Sachen, die mit denen du gar nicht rechnest. Meine erste Technik und sehr explosive Technik ist diese, boom, diese Peitschenschlag, ja. Weil das passiert so schnell, dass er gar nicht so schnell reagieren kann. Wham, hier, okay, dann kannst du ihn eventuell hier schubsen und du hast die Zeit, um wegzulaufen. Ich glaube kaum, dass du das stoppen kannst. Ich habe jetzt die Pratzen vergessen, aber das kennst du auch mit den Pratzen üben. Hier, bam, bam, bam. Okay, einfach rein, boom, hier wegschubsen oder auch ohne und du läufst weg. Das heißt, sie wichtig immer die Hände oben haben. Oft, wenn ich Seminare mache, haben die Leute die Hände hier und dann will er von hier. Nein, ich habe die Hände hier, weil ich weiß auch nicht, ob er jetzt gleich explodiert oder wie auch immer, kannst du hier schneller schützen, wie wenn du die Hände unten hast. Wenn ich die Hände oben habe und er kommt immer aggressiver auf mich, boom, nach diesem kurzen Schlag hier in die Augen, kommt noch einmal, boom, bam, hier wäre eventuell der Kick im Genitalbereich und die Sache hat sich erledigt. Danach läufst weg, nicht stehen bleiben. Das heißt, die erste Technik, boom, diese Peitschenbewegung, hier eins. Wie ich das mache, schaut mal. Hier, ich strecke mich oder ich gehe nach vor. Hast zwei verschiedene Varianten. Nach vorne gehen, das heißt hier, sorry Patrick, oder boom, strecken. Strecken funktioniert nicht so, dass rechts nach vorne kommst und linke Hand bleibst hier. Strecken heißt beidseitig. So wie mit einem Bogenschießen kannst du auch nicht nur hier bewegen, sondern da. Okay, das heißt noch einmal boom, boom, oder bam, strecken, boom, und davon laufen. Okay Leute, nächste Technik, die oft vorkommt. Das ist nicht eine, dass zwei jetzt gehen, okay, auf einen Kampf, dann tust du einen Jab, Cross, na eben nicht. Einer kommt nah und packt dich einfach, ja. Das ist das Gängigste, was passiert und von da kommt ein Schlag. Wer da noch nicht reagiert, weil das haben einige auch gesagt oder behauptet, ja Marek, das ist feige, wenn du dich nicht zuerst schlagen lässt. Nein, das ist nicht feige, das ist eine Strategie und das ist klug. Warum soll ich mich von irgend so einem Brocken, der mich eh schon anpackt? Das heißt, er will nicht mit mir tanzen, der will mir wehtun. Warum soll ich mit ihm jetzt auf faire Weise kämpfen? Okay? Das heißt, wenn mich einer jetzt packt und wenn du da noch wartest, bis er dir eine durchzieht, dann bist du einfach weg. Das ist kein richtiges Vorgehen auf der Straße. Das ist nicht dein Trainingspartner, okay? Das heißt, wenn er mich packt, da passieren jetzt folgende Sachen. Das ist so eine gehasste Technik von mir, wenn ich Seminare mache. Da, und zwar, dass ich zuerst kurz beschäftige, so eine Schmerztherapie. Hier, dann habe ich ihn hier da unten. Und da kommt ein Haken. Gleichgewicht nach unten. Okay? Hier, boom! Okay? Da versuche ich jetzt nicht hin irgendwie kontrollieren. Einfach eine aufs Kinn und die Sache hat sich erledigt. Das heißt, er packt hier, boom! Wie fühlt sich das an, dieser Schlag? Ja, da schaut es, Leute, wie rot das ist. Das heißt, das Hirn signalisiert, hier ist kurz Schmerz. Das heißt, ich mache das nicht direkt, sondern hier, boom. Okay, noch einmal, hier, boom. Und nach diesem Schlag hier, direkt auf Kinn, hat sich die Sache erledigt. Alleine das ist sehr, sehr unangenehm. Oder wenn dir jemand vor dem Gesicht
Fuchtel, diese ganze Technik, das habe ich alles von Stock übernommen. Lass die Hände oben, das heißt das da hier, mit beiden, du lässt dein Gewicht absenken. Nie machst du das. Du darfst nicht, wenn er mich packt, das hier machen, sondern nur boom, dein Gewicht absenken, bam, und kommst rein. Wenn er mit den Händen hin und her fuchtelt, boom, boom, machst du genau dasselbe, okay? Es ist kein fairer Kampf auf der Straße, deshalb darfst du nicht auf faire Weise kämpfen, sonst bist du einfach weg. So Leute, ich wollte euch noch eine Technik zeigen zum Schluss. Wenn du zum Beispiel siehst, dass dein Freund angegriffen wird von jemandem oder irgendein Unfall passiert auf der Straße. Ich habe leider eine Weste vergessen, aber im Sommer hast du meistens auch keine Weste. Kannst du eventuell dein T-Shirt ausziehen? Das will ich jetzt nämlich vor der Kamera, will ich nicht angeben mit meinem Sixpack. Aber kannst du auch so eine Tasche benutzen. Stell dir vor, das ist der Aggressor. Hier ist euer Freund, ja? Wenn du das nicht erwartest, und jetzt gehst du hier am Boden. Und jetzt stell dir vor, du kriegst noch ein paar Kicks dazu und du machst das hier so richtig zu und bringst ihn zum Boden. Ja, dann kommt sie einfach von der Seite, hier greifst hin, gibst auf die Seite, bam, bam, mit dem Knie. Oder, was noch sehr, sehr gut ist, hier, wenn zwei kämpfen und er sieht dich von hinten nicht, kommst du hier, wham, und dann schlägst ihn schön von hinten und wie eine Sense sind die Beine weg. Ja, aber am besten ist das, selbstverständlich geht auch mit einer Tasche, am besten ist mit Weste oder T-Shirt, ziehst einfach drüber auf die Seite, boom. Ich habe mit den Leuten auch gesprochen, bei denen ich es gemacht habe, mein Seminar, haben gesagt, das ist sehr unangenehm, weil du, ich bin jetzt der Aggressor, ich bin da und auf einmal kriege ich eine schwarze Weste, ja. Jacke oder Sackel über den Kopf, zieht dich jemand runter, boom, und dann kriegst du gleich Knie oder irgendwelche Schläge, sehr unangenehm. Und dieser zweite Schlag, ich glaube, Patrick, wenn du das jetzt nicht erwarten würdest, dass jemand von hinten kommt und jetzt stell die volle Kanne, wham, hier gegen dein... Ja, das, wenn du es nicht kommen siehst, dann... Und dann passiert Folgendes, du bist sowieso schon fast benommen hier, greife ich hier, wham, und bam, die Sache hat sich erledigt. Danke, Patrick. Ja. Vielen Dank. Ich wollte euch einfach so Sachen zeigen, die gängig sind, ja. Diese ganzen Sachen am Anfang, mit der Peitsche, das funktioniert, Leute, immer. Ihr könnt das auch so trainieren. Einmal zeigt ihr hier die Presse, boom, einmal hier, boom, und dann lernst du durchzuziehen, so wie wenn zwei Gegner nebeneinander sind. Okay, boom, hier, hier, boom. Alles musst du aber explosiv machen, die Bodymechanik, hier, hier, wham, hier, okay, boom, boom. Das mit den Gegenständen, mit den Eagle Claw, das ist sehr gut, kannst du auch zu Hause üben. Beim Boxen, das bleibt dir immer schön am Finger, wie ein Karambit. Die Geldbörse, Münzen. Das Allerwichtigste, lass dein Ego weg. Deine Ehre, schau lieber, dass du zu deiner Familie nach Hause kommst. Da spielen Aspekte eine wichtigere Rolle als dein Ego. Ja? Wenn du die Möglichkeit hast, davon zu laufen, dann mach es einfach. Das ist das Beste, was du tun kannst. Okay, in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank und man sieht sich wieder in den nächsten Videos. Ciao, ciao.